Jedes Jahr erleiden in Deutschland 300.000 Menschen einen Herzinfarkt. Das Herz pumpt das Blut durch die Organe und stellt den Kreislauf her. Dafür benötigt auch der Herzmuskel selbst Blut. Beim Herzinfarkt wird die Durchblutung zum Herzmuskel durch ein Gerinnsel in der Herzader plötzlich unterbrochen. Das Herz kann dann nicht mehr gut pumpen. Es kommt zu Schmerzen und einem Druckgefühl in der Brust. Typisch ist eine Ausstrahlung in den linken Arm, den Rücken, den Hals oder den Bauch. Auch kann es zu plötzlicher Luftnot kommen. Es kann zu Herzrhythmusstörungen oder zum Herzstillstand kommen. Man sollte sofort einen Notarzt rufen. Bei Herzstillstand muss sofort eine Herzdruckmassage begonnen werden, damit die Organe weiter durchblutet werden. In der Klinik wird dann die verschlossene Herzader wieder eröffnet. Anschließend müssen Tabletten eingenommen werden, damit die Herzadern sich nicht wieder zusetzen. Risikofaktoren müssen sofort reduziert werden, Rauchstopp. Unbedingt behandelt werden müssen zu hohes Cholesterin, Bluthochdruck und Diabeteserkrankungen.